Und leg dich erstmal einfach auf deinen Rücken. Und für den Anfang der Erkundung ist erstmal nicht weiter bedeutend, ob du die Beine aufgestellt oder lang hast. Entscheide also selbst, was sich im Moment bequemer für dich anfühlt. Und komm mit deiner Aufmerksamkeit nochmal zurück zu deinem Schultergürtel, bitte. Und spür, wie die beiden Schulterblätter im Moment jetzt gerade Kontakt mit dem Boden suchen, finden. Wenn du über diese Erkundungen, die wir gestern bereits gemacht haben, auf der einen Seite in Bewegung, auf der anderen Seite für die meisten von euch in Berührung, wenn du nochmal zurückkehrst zu der Struktur deiner Schulterblätter. Ich habe euch gestern auch so ein bisschen gezeigt, die Schulterblätter sind relativ große Knochen auf der Rückseite von uns, die dann aber doch an vielen Stellen nach vorne greifen. So, ich habe gestern so gesagt, der vorderste Bereich der Schulter ist ebenfalls ein Teil des Schulterblattes. Kannst du innerlich so ein bisschen ein Bild für dich erzeugen, so ein sensorisches Empfindungsbild für deine Schulterblätter? Wie groß sind die Schulterblätter von oben nach unten? Wo in den Schulterblättern ist die Stelle, wo sie am breitesten sind? Und vergleich dann nochmal die beiden Seiten, das rechte und das linke Schulterblatt, und spür mal nach. Bei den meisten Menschen ist es so, dass eines der beiden Schulterblätter ein bisschen flacher am Boden liegt und das andere ein bisschen weniger Kontakt oder ein bisschen spitzeren Kontakt hat. Beobachte, ob das irgendwie für dich zutrifft. Und ich habe euch jetzt die letzten Tage ist auch übertrieben, die letzten beiden Tage mehrfach eingeladen, mal den Kopf zu rollen. Und die meisten von euch, wenn ich das sage, machen die Bewegung, die meisten von euch machen die Bewegungen von Haus aus von vornherein viel zu groß. Das ist eine Tendenz, das werde ich euch mehrfach noch im Laufe der Ausbildung immer wieder sagen. Die Antwort auf die Fragen, die wir stellen, liegt im Regelfall am Anfang der Bewegung, nicht am Ende der Bewegung. Das heißt, ihr braucht keine großen Bewegungen zu machen. Wenn ich jetzt die Frage mit dem Rollen des Kopfes nochmal in den Raum stelle und sie wirklich durchformulieren würde, dann würde ich die Frage irgendwie so formulieren, dass ich sage, beginne deinen Kopf ein kleines bisschen in eine Richtung zu wenden und spür nach, wie groß ist der Bereich der höchsten Freiheit für die Bewegung des Kopfes, die du in diese Richtung hast. Und dann komm zurück zum Ausgangspunkt, mach einen kurzen Moment Pause und stell dann die gleiche Frage in die andere Richtung. Und tatsächlich ist es so, wenn ihr euch vorstellt, euer Kopf liegt in seiner Ausgangslage mehr oder weniger mittig über eurer Wirbelsäule, dann wäre es so, wenn ihr den Kopf ein kleines bisschen aus der Mitte hinaus in eine oder in die andere Richtung bewegt, dann könntet ihr den Rest der Arbeit eigentlich der Schwerkraft überlassen. Weil ich habe euch gestern schon gezeigt, unser Kopf ist nicht mittig gelagert. Das heißt, es reicht so ein kleines bisschen aus der Mitte herauszukommen und dann einfach nur loszulassen und der Schwerkraft ihre Arbeit machen zu lassen. Und dabei zu spüren, wie weit rollt der Kopf in die eine Richtung und dann auch anzuerkennen, wenn die Bewegung zäher wird, wenn die Bewegung schwerer wird, dann bist du über diesen Bereich der größten Freiheit hinausgekommen. Und dann komm zurück zur Mitte und probier das Gleiche zur anderen Seite hin aus und beobachte, gibt es eine Richtung, die für dich leichter ist als die andere Richtung. Genau, und wenn du dann nachspürst und ein bisschen nach unten Verbindungen suchst in dieser Bewegungserkundung, dann kannst du vielleicht entdecken, woher dieser Unterschied zur einen und zur anderen Seite kommt.
Ihr werdet das noch lernen, wenn wir dann in Berührung mal mit Köpfen arbeiten. Man kann das relativ gut spüren, ob, wie frei ist der Kopf in die eine Richtung, wie frei ist der Kopf in die andere Richtung. Und zumindest ähnlich, wie ich das heute Morgen schon mal sagte, auch wenn wir achsensymmetrisch im Prinzip strukturiert sind, verhalten wir uns nicht achsensymmetrisch. Im Regelfall ist es so, dass der Kopf zur einen Seite hin ein größeres Maß an Freiheit hat als zur anderen Seite hin. Und es hat nicht unbedingt etwas mit Kopf- und Halswirbelsäule zu tun, sondern mit der gesamten Struktur unseres Selbst. Wie bereit ist der Brustkorb zum Beispiel im oberen Bereich auf diese Anfrage der Bewegung des Kopfes zu reagieren? Lass das sein, bring deinen Kopf zurück zur Mitte. Und nimm deinen linken Arm und bring ihn nach vorne in Richtung Zimmerdecke. So ähnlich wie wir das gestern schon gemacht haben. Wenn du gestern den rechten Arm genommen hast, bleibe heute beim rechten Arm. Aber wenn du gestern meinen Anweisungen gefolgt bist und den linken Arm genommen hast, würde ich dich bitten, auch jetzt wieder den linken Arm zu benutzen. Und erinnere dich an das, was wir gestern gemacht haben, nämlich du hast begonnen, diesen linken Arm lang, wie er ist, ein bisschen nach vorne zu verlängern und ihn wieder zurückgebracht. Und mach keine große Bewegung, sondern am Anfang jetzt, forsche einfach nur, wie weit durch dich hindurch kannst du eine Verbindung dieser Verlängerung des linken Arms nach unten wahrnehmen. Also ich habe gestern so ein bisschen über diese Bewegungskette gesprochen. Du beginnst sozusagen diesen linken Arm nach vorne ein bisschen zu verlängern und spürst dabei, wie dein Schulterblatt erstmal eine relative Bewegung machen muss, wie sich die linke Schulter ein bisschen nach vorne bewegt in dieser Bewegung, wie durch diese Bewegung der linken Schulter nach vorne dein Schlüsselbein im distalen Bereich, also in dem körpermittelferneren Bereich, im Bereich der Schulter, sich mithebt nach vorne und wie sich diese Bewegung des Schlüsselbeins dann auswirkt in Richtung Brustbein. Und wenn du dann genauer nachspürst, kannst du spüren, dass das Brustbein ebenfalls auf diese Bewegung des Arms nach vorne reagiert. Und vielleicht dein Brustkorb ein kleines bisschen beginnt, sich mehr in Richtung deiner rechten Seite hinüber zu verlagern. Beobachte wieder, wenn du diese linke Schulter hebst, wo landet das Gewicht überall hin? Und jetzt für einen Moment stell dir vor, dass dein Arm ganz, ganz weit nach vorne gehen könnte, ohne dass du das machst. Ja, du gehst einfach nur weiter nach vorne und dieser Arm hebt sich, die linke Schulter hebt sich weiter vom Boden weg und du kommst mehr und mehr hinüber auf deine rechte Seite. Und wenn du diesen Arm nur weit genug nach vorne verlängern würdest, dann würdest du irgendwann dich selbst wie Münchhausen auf deine rechte Seite hinüberheben. Ja, mach das nur in deiner Vorstellung. Aber stell dir vor, jemand würde kommen. Stell dir vor, jemand würde kommen und würde deinen Arm immer weiter und weiter nach vorne in Richtung Zimmerdecke bewegen, bis der ganze Bereich der linken Schulter weg vom Boden kommt, bis der Kopf beginnt mitzurollen, vermutlich ein bisschen nach rechts hinüber, bis du mehr und mehr deines Gewichts auf deine rechte Seite hinüberbringst. Und hättest du dann eine Idee, wenn das Becken Teil der Bewegung werden würde, was würde dann passieren? Würden die Beine einfach lang bleiben oder hättest du eine Idee, wie du die Beine auf eine andere Art und Weise benutzen könntest, um auf deine rechte Seite zu kommen? Genau, dann nimm den Arm nach unten und mach einen Moment Pause.
roll dich bitte auf deine rechte Seite hinüber. Und organisier dich so, dass du könntest deinen linken Arm gerne unter den Kopf legen, aber wenn du das machst, dann nimm ihn eher gerade unter den Kopf. Du könntest aber auch irgendeinen Pulli drunter legen und den rechten Arm nach vorne liegen lassen, was auch immer für dich funktioniert. Wenn du Polster unter den Kopf legst, die werden vielleicht im Laufe der Bewegung ein bisschen zu viel werden, dann müsst ihr es nochmal rausnehmen. Aber zum Start ist das erstmal okay. Und leg dich dann so hin, dass dein linkes Knie in der Kniekehle des rechten Beins liegt. Das heißt, das zimmerdeckewärts gewandte Bein liegt hinter dem am Boden liegenden Bein. So ein kleines bisschen. Das linke Knie liegt in der Kniekehle des rechten Knies. Genau. Ungefähr so. Und dann nimm deinen linken Arm und bring ihn zur Seite hinaus in Richtung Zimmerdecke. Genau. Und dann erinnert euch nochmal an diese Bewegung, die wir gestern schon mal gemacht haben, wo ihr den Arm um die eigene Achse herum rotiert habt. Ja, und mach ein bisschen was von dieser Bewegung, dass du den Arm im Schultergelenk so ein bisschen rotierst und spür dabei, wie in einer Phase der Bewegung das Schulterblatt die Tendenz hat, ein bisschen hinter dir in Richtung Wirbelsäule zu gleiten. Und dann bring den Arm wieder zurück in sein Neutral und dreh ihn in die andere Richtung und spür dabei, wie die linke Schulter beginnt, sich ein kleines bisschen nach vorne hin zu bewegen. Ja, und dann geh ein bisschen in die eine Richtung, geh ein bisschen in die andere Richtung. Und spür dabei, wie einmal dein Schulterblatt hinter dir in Richtung Wirbelsäule ein bisschen gleitet und einmal dein Schulterblatt ein bisschen ausgleitet davon. Komm zurück auf deinen Rücken und mach einen Moment Pause. Alles gut. Susanne, ist es okay, wenn ich mit dir was zeige? Okay, und dann würde ich euch bitten, kommt doch mal ganz kurz hoch und kommt hier rüber. Ich weiß, ihr müsst immer schauen, wo ich bin, weil meine Stimme kommt immer von der gleichen Seite. Aber ich habe mich jetzt hier mal zu Susanne hergebracht. Und Susanne, roll dich bitte noch mal auf deine rechte Seite hinüber. Ich hoffe, dass man das zu Hause auch ein bisschen sehen kann. Ich kann hier gerade den Bildschirm nicht wirklich sehen. Ist das okay so oder möchtest du, gib mir doch mal, kann ich das Kissen kurz haben? Vielleicht ist das ein bisschen hilfreich. Dann könntest du vielleicht für einen Moment den Arm einfach hier vorne liegen lassen und dann bring deinen linken Arm nach links in Richtung Zimmerdecke hinaus. Genau. Und jetzt habe ich euch eingeladen, sozusagen diese Bewegung zu machen, dass ihr so ein bisschen ausprobiert, den Arm in die eine Richtung zu drehen und ein bisschen in die andere Richtung zu drehen. Und ihr könnt sehen, Susanne macht hier eine Kombination aus den Bewegungen, die wir gestern schon gesprochen haben, dass sie einen Teil der Bewegung als eine Rotation des Unterarms macht und ein Teil der Bewegung ist die Rotation des Oberarms. Das, was mich jetzt im Moment interessiert, ist wirklich viel mehr diese Rotation des Oberarms. Und kannst du dann spüren, Susanne, wenn du diese Bewegung in diese Richtung machst, wandert die Schulter so ein kleines bisschen nach vorne und wenn du die Bewegung in die andere Richtung machst, wandert die Schulter ein bisschen nach hinten und komm nochmal nach vorne. Und tatsächlich, wenn wir diese Bewegung ein bisschen weiterführen würden, dann könntet ihr euch vorstellen, schaut, wenn ihr euch die Schulter vorstellt, in der Ebene nach links und wieder zurück zum Boden, dann könnt ihr sehen, jetzt ist die Schulter relativ
nahe am Boden hinter Susanne. Jetzt rotiert die Schulter, lasse ich die Schultern, den Arm ein bisschen rotieren. Jetzt hebt sich die Schulter weg vom Boden. Könnt ihr sehen? Kleines bisschen. Wenn sie weitergehen würde, könnte sich tatsächlich die Schulter über den Brustkorb nach vorne bewegen und die kann so ein kleines bisschen hier vorne wieder absinken, sodass also durch diese Rotationsbewegung sozusagen eine Bewegung der Schulter vor und zurück entsteht und einmal hinten ein bisschen nach unten geht. Sie hebt sich selbst und und dann kommt sie hier vorne ein bisschen runter. Genau, und wenn du dir jetzt vorstellen würdest, Susanne, du verbindest jetzt diese Bewegung nach hinten, indem du deinen Kopf gleichzeitig noch in Richtung Zimmerdecke bringst, dann könntest du dir vorstellen, dass du auf diese Art und Weise ein bisschen näher zum Boden, also in Rückenlage kommst, in Richtung Rückenlage. Und dann ziehst du dich sozusagen von der Rückenlage wieder auf die Seite und lass die Rotation weitergehen und du könntest so ein kleines bisschen nach vorne rollen dabei. Und dann wieder zurückrollen und nach vorne rollen. Jetzt, wenn du dein linkes Knie noch in die Kniekehle des rechten Beins legst, das könnt ihr nachher alles selber ein bisschen ausprobieren. Und ich komme nochmal hierher zurück. Wenn du jetzt noch den richtigen Moment finden würdest, wo du dein linkes Bein lang werden lässt, lass das mal nach unten einfach gleiten und dann lass dein rechtes Bein mitkommen, auch lang, dann landest du zurück auf deinen Rücken. Mhm. Ja. Und jetzt, alles was du tun musst, um zurückzukommen, nicht durch die Fersen drücken, das ist Cheating. Alles was du tun musst, um zurückzukommen, ist dich wieder hochzuheben. Lass die Knie sich beugen, 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 die Knie beugen sich und du kommst auf deine Seite. Und dann kommst du wieder zurück. Und du ziehst dich sozusagen selbst, für mich ist diese Münchhausen-Analogie irgendwie sonst so ganz nett, weil du ziehst dich sozusagen selbst auf deine Seite. Okay? Dankeschön, Susanne. Du machst Pause und ihr spielt ein bisschen mit dieser Idee. Genau, also beginnt von der Seite aus und nehmt euren Arm nach links Richtung Zimmerdecke hinauf und beginnt erstmal überhaupt diese Rotation des Arms und die Verbindung dieser Bewegung für den Schultergürtel zu erkunden, sodass ihr spüren könnt, in einer Phase der Bewegung gleitet eure Schulter ein bisschen mehr nach hinten, aber bei welcher Drehung gleitet die Schulter mehr in Richtung Wirbelsäule und bei welcher Rotation des Arms gleitet die Schulter mehr nach vorne hinüber. Das ist sehr interessant, weil das ist eine von den sehr klaren biomechanischen Beziehungen. Ja, und trotzdem ist es sensorisch für die meisten von uns so schwer zu spüren. Genau, und dann irgendwann beginne ganz langsam diese Bewegung auszudehnen, indem du für dich selbst herausfindest, wann ist der richtige Moment, dein linkes Bein lang werden zu lassen, wann ist der richtige Moment, dass das rechte Bein dem linken Bein folgt. Und dann ist alles, was du tun musst, die Bewegung umdrehen, um wieder zurück auf die Seite zu kommen. Das Einzige, was nicht okay ist, ist, durch die Ferse zu drücken. Ihr könnt es natürlich machen. Also, das wäre sozusagen, ja, probiert, spielt damit ein bisschen. Das ist keine leichte Erkundung, die ich euch da jetzt gerade anbiete. Genau, weil das Becken ist so verdammt schwer. Wie kommt das wieder auf die Seite, wenn man nicht durch die Ferse drückt? Es gibt ihm, ja, okay. Vielleicht, komm nochmal zurück, komm auf deinen Rücken.
komme nochmal zurück. Vielleicht wäre ja die Rotation des Arms in diese Richtung die leichtere. Weil das, was du gemacht hast, ist das. Ja. Darf ich das nochmal klären? Ja? Ist das okay? Ja? Ich muss bloß die Kamera nochmal umstellen. Ich habe das gestern schon mal versucht, irgendwie ein bisschen euch zu erläutern. Ich hoffe, dass man das hier sieht. Schaut nochmal hierher, wenn ich jetzt zu Jana komme. Und nee, bleib ruhig am Rücken liegen. Und Jana hat die Lösung gesucht, indem sie jetzt sozusagen ihren Arm nach vorne verlängert hat und dabei den Arm ausgedreht hat. Ja? Und sie macht das wunderschön, ja. Das ist eine Möglichkeit, wie sie es machen kann. Und ich habe ihr vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn du den Arm in die andere Richtung drehen würdest? Könnt ihr sehen, was der elementare Unterschied ist? Ich berühre dich mal, ist das okay? Ja, wenn ich den Arm in diese Richtung bewege, dann könnt ihr mehr oder weniger sehen, dass diese Schulter nach vorne kommt und das kommt zu einem Zusammenfalten auf ihrer Vorderseite. Ja, das ist eine Beugung. Wenn du den Arm in diese Richtung ausdrehst, dann kannst du den Arm auch nach vorne nehmen. Aber was sie tatsächlich macht, ist das hier. Sie geht in Streckung. Ja, und das ist dann relativ schwer, mit einer Streckung auf die Seite zu kommen. Dann ist der einzige Weg, drück durch deine linke Ferse, dann kommst du da schon rüber. Ja, aber das ist nicht das, was wir suchen. Was wir suchen, wäre sozusagen diese Idee, ich nehme dich mal hier, ja, und ich verlängere dich einfach nach vorne. Und was macht das Skelett und wo landet sie? Schaut an, linkes Bein liegt hinter der rechten Kniekehle. Sie kommt dorthin und durch die Ausdrehung bringe ich sie wieder zurück. Und das ist eigentlich ziemlich leicht. Okay, spielt damit. Bleibt auf der Seite. Ich weiß, ich bin da penetrant, aber das hat einen bestimmten Grund. Wir kommen da schon noch hin zur anderen Seite. Also wie gesagt, das ist immer so, wenn es irgendeinen Grund gäbe, warum du das lieber auf der anderen Seite machst. Aber im Moment geht es mir um Kontraste. Naja, deswegen bleibe ich auf der einen Seite die ganze Zeit. Genau, und dann, wenn ihr irgendwie eine Lösung dafür gefunden habt, auch wenn ihr ein bisschen cheatet dabei, ist auch okay. Ein bisschen Druck durch die Ferse, ist alles nicht so schlimm. Ja. Aber wenn ihr eine Lösung dafür gefunden habt, sucht irgendwie nach mehr Verbindungen, fließender Bewegung, sodass das Ganze ein durch dich hindurchgehender Prozess in der Bewegung wird. Genau, ja. Und eine der Fragen ist zum Beispiel die Benutzung der Beine. Ja, und was eine generelle Tendenz von uns Erwachsenen ist, dass wir in Bewegungserkundungen dazu tendieren, unsere Extremitäten parallel zu benutzen. Das heißt, uns fällt es oftmals schwer, wenn ein Bein sich beugt, dass das andere nicht gleichzeitig sich mitbeugt. Aber tatsächlich, wenn ihr diesem Bewegungsablauf folgt, wie wir wirklich gebaut sind, dann ist es auf dem Weg zurück in Rückenlage so, dass das linke Bein ein bisschen vorauseilt dem rechten Bein. Das rechte Bein verlängert sich erst ein bisschen später als das linke Bein. Und wenn er dann zurückkommt auf die Seite, genau, dann fängt das rechte Knie an, sich zuerst zu beugen und dann kann das linke Knie der Bewegung ein bisschen folgen. Genau. Und natürlich der Kopf, habe ich gestern schon gesagt, ist ein relativ großer Teil von uns. Wenn er den irgendwie hinten dran lässt, dann wird das auch nicht so einfach sein. Also er kann so ein bisschen erkunden und dann, wenn er genug hat, lasst es sein, bringt den Arm nach unten, legt euch auf den Rücken und macht einen Moment Pause und spüre, wie sich der eine Arm jetzt anfühlt, wenn er neben dir liegt, wie der andere Arm sich anfühlt, wenn er neben dir liegt.
Komm bitte nochmal zurück auf deine rechte Seite. Genau, und nimm deinen linken Arm lang nach vorne vor dir. Das heißt, das ist eine analoge Position wie das, was er in Rückenlage gemacht hat. Der linke Arm zeigt nach vorne und du liegst entweder auf deinem rechten Arm oder hast diesen rechten Arm über den Kopf liegen und beginne dann mit deiner linken Hand so ein bisschen nach vorne zu gleiten. Ja, am Boden und komm nochmal zurück. Genau, und probier so ein bisschen aus und spür nach, wie kannst du dich organisieren, dass dein linker Arm, spielt im Moment keine Rolle. Das ist immer so, wenn ich nichts sage über die Beinposition, war jetzt gerade die Frage, ich habe nichts speziell gesagt, ihr könnt die beiden Knie aufeinander legen, ihr könnt das linke Knie hinter das andere legen, wie ihr wollt. Ja, und dann finde mal heraus, wie viel der Bewegung, die du mit diesem Arm nach vorne machst, das ist eine Bewegung, die tatsächlich aus deiner linken Schulter herauskommt, also indem du dein linkes Schulterblatt relativ zum Brustkorb bewegst, und wie viel der Bewegung nach vorne ist eine Bewegung, die eigentlich mehr aus dem rechten Schultergelenk herauskommt oder eine Rollbewegung um das rechte Schultergelenk herum wäre. Genau, und dann, wenn du zurückkommst, ohne den Ellbogen zu beugen, lass deine linke Hand noch ein bisschen näher zu dir hergleiten. Das heißt, du musst die linke Schulter irgendwie ein bisschen nach hinten bewegen. Genau, aber bleib auf deiner Seite mit dem Becken liegen, mehr oder weniger. Finde so eine Lösung für den Schultergürtel, sich ein bisschen vor und zurück zu rollen. Der Kopf kann natürlich mitrollen. Wenn er auf dem Arm liegt, dann rollt er einmal vielleicht ein bisschen hinter den Arm, einmal ein bisschen vor den Arm. Wenn du den auf dem Kopfpolster liegen hast, dann kommt die Nasenspitze einmal näher Richtung Kopfpolster, einmal mehr in Richtung Zimmerdecke. Und spür, wie nahe kannst du deine linke Schulter vor dir in Richtung Boden bewegen und wie nahe kannst du die linke Schulter hinter dir in Richtung Boden bewegen. Auf diese Art und Weise. Genau. Und dann komm zurück auf deine rechte Seite und nimm nochmal deinen linken Arm nach links hinaus in Richtung Zimmerdecke und kehr zurück zu dieser Rotationsbewegung des Arms im Schultergelenk um seine eigene Achse. Und stell dir vor, wenn du den Arm so bewegst, dass deine linke Schulter nach vorne kommt, dass du irgendwie einen Weg finden kannst, die linke Schulter tatsächlich vor dir näher zum Boden zu bringen. Erlaube dem Kopf mitzurollen, sodass die Nasenspitze näher in Richtung Boden kommt oder dass der Kopf ein bisschen vom Arm runterrollt. Und dann dreh den Arm in die andere Richtung. Lass den Arm mehr oder weniger Richtung Zimmerdecke bleiben, aber bring deine Schulter ein bisschen nach hinten in Richtung Boden. Und addiere dazu oder nimm auf jeden Fall diese Rotationsbewegung des Arms um seine eigene Achse mit. Genau, jetzt wird es klarer für manche, wie diese Bewegungen zusammenhängen. Genau, und dann erinnert euch daran, ich habe über den Brustkorb schon mal gesprochen, über diese 12 Rippenpaare rechts und links. Und naja, das muss ich an einer anderen Stelle nochmal sagen. Der Brustkorb kann sehr weich sein, sehr beweglich sein. Und wenn die Schulter vor dir in Richtung Boden kommt oder wenn die Schulter hinter dir in Richtung Boden kommt, dann hat das auch etwas damit zu tun, dass du den Brustkorb in dem Bereich erlaubst, sozusagen die Bewegung des Arms auch ein bisschen zuzulassen. Genau, super. Okay. Roll dich zurück auf deinen Rücken und mach nochmal Pause. Und spür jetzt, wie fühlt sich dein linker Arm an und wie fühlt sich der rechte Arm an? Wie fühlt sich die linke Schulter an? Wie viel Raum steht dir für die Atmung im Bereich der linken Schulter zur Verfügung?
Und noch einmal komm zurück auf deine rechte Seite. Und dieses Mal leg wieder dein linkes Knie hinter das rechte Knie. Genau. Du kannst wieder irgendeine Lösung für deinen rechten Arm finden, wo du den gerne liegen haben möchtest, wie der Kopf dort bequem sein kann. Aber dieses Mal leg mal deinen linken Arm irgendwie auf deine linke Seite. Der liegt einfach nur dort, der hat im Moment gar nichts wirklich zu tun. Und bring deine Aufmerksamkeit mehr auf deine beiden Beine. Und beginn jetzt ganz langsam mal dein linkes Bein ein bisschen nach unten gerade werden zu lassen. Und spür dabei, was das mit deinem Becken tut. Ja. Und wenn das Bein gerade nach unten kommt, finde irgendwann einen Moment, wo du beginnst, dieses linke Bein ein bisschen auszudrehen, sodass deine Zehen gleichzeitig ein bisschen mehr in Richtung Zimmerdecke kommen. Genau, und dann komm wieder zurück. Genau, und ihr spürt, wenn ihr die Zehen mehr in Richtung Zimmerdecke orientiert, dann lädt es euer Becken ein, mehr nach hinten zu rollen, oder? Genau, und finde auf diese Art und Weise einen Weg, wie du dich über die Bewegung des Beins im Bereich deines Beckens auf deine Rückseite legen kannst, nach hinten zum Liegen kommst und lass das rechte Bein folgen. Das rechte Bein darf der Bewegung folgen, das wird dann irgendwann auch lang. Und am Ende liegst du in so einer leicht bananigen Form auf deinem Rücken. Die meisten von uns zumindest in so einer leicht bananigen Form. Und jetzt stell dir vor, jemand würde kommen und dich von den Füßen oder an den Sprunggelenken berühren und deine Beine wieder zurück in diese Position bringen, sodass du auf deine Seite kommst. Wie mit einem kleinen Baby kann man das tatsächlich machen, mit Erwachsenen ist das manchmal ein bisschen schwierig. Genau. Wie müsstet ihr eure Beine sozusagen bewegen, um wieder zurück auf die Seite zu kommen, und dann lass die Beine wieder lang werden und ein paar Mal roll dich auf diese Art und Weise hin und her. Und ihr könnt vielleicht spüren, dass es wirklich nicht notwendig ist, Druck durch die linke Ferse zu geben, um auf die Seite zu kommen. Ihr müsst nur die Koordination der Knie und der Beine zueinander organisieren und dann ist das eigentlich relativ leicht, dort auf die Seite zu kommen. Wenn ihr auf die Seite wollt, beginnt das rechte Knie sich zu beugen. Wenn ihr zurückkommt von der Seitenlage auf dem Rücken, beginnt das linke Bein sich zu verlängern. Und die beiden Beine machen analoge Bewegungen, aber sie machen nie synchrone Bewegungen. Ein Knie ist immer dem anderen ein kleines bisschen voraus. Genau, und dann das nächste Mal, wenn du auf der Seite liegst, ja, bring nochmal deinen linken Arm in Richtung Zimmerdecke zur Seite hinaus. Und jetzt kombiniere diese beiden Dinge, die wir gerade eben erkundet haben. Einmal, wie du diesen Schultergürtel bewegen kannst, einmal, wie du dieses Becken bewegen kannst, sodass du dich beginnend über die Rotation des Arms einmal auf deinen Rücken rollst und dann vom Rücken wieder zurück auf die Seite bringst. Und natürlich, wenn irgendwo eine Stelle ist, wo du merkst, da ist es gerade ein bisschen zu schwer, drüber zu kommen, dann dürft ihr natürlich gerne auch noch mal ein bisschen Druck durch die Ferse geben. Aber eigentlich ist es nicht notwendig. Eigentlich kannst du auf diese Art und Weise auf die Seite kommen, ohne dich abzudrücken mit deiner linken Ferse. Und komm wieder zurück. Genau, und dann leg dich zurück auf deinen Rücken und mach einen Moment Pause. Und dann als letzte Erkundung für heute würde ich euch bitten, nimm deinen rechten Arm nach vorne in Richtung Zimmerdecke.
Ja, und mache erstmal keine Bewegung, sondern in dir selbst bau dir eine Repräsentation, eine sensorische Repräsentation aus. Wie würde sich das jetzt anfühlen, wenn du diesen rechten Arm nach vorne verlängern würdest, um dich auf deine linke Seite hinüberzurollen? Erinnere dich an all diese Aspekte, die wir geklärt haben in der Laufe der 3 Lektionen, die ich jetzt zu diesem Thema unterrichtet habe. Also wie würde sich zum Beispiel das anfühlen, wenn du jetzt deinen rechten Arm nach vorne verlängerst? Was passiert mit der Gewichtsverlagerung der rechten Schulter nach links hinüber? Wann wäre dieser Moment, wo du beginnst zu spüren, dass dein Becken Teil der Bewegung sein könnte? Wie benutzt du die Rotation des Arms, um deine rechte Schulter nach vorne zu bewegen? Wann ist der Moment, wo du dein linkes Knie beginnen würdest zu beugen? Wann folgt das rechte Knie dem linken Knie? Wenn du dann auf deiner Seite liegen würdest, wo landet dann dein rechtes Knie bezüglich des linken Knies? Und wenn du begonnen hast, so ein sensorisches inneres Bild für diese Bewegung für dich zu entwickeln, beginne tatsächlich diese Bewegung auszuprobieren, aber geh nicht gleich den ganzen Weg, sondern versuch herauszufinden, funktioniert deine Vorstellung dieser Bewegung für dich so, wie du dir das gedacht hast. Benutze die Bewegung, um das Bild der Bewegung zu klären, und benutze das Bild der Bewegung, um die Bewegung zu klären. Das ist ein sich gegenseitig befruchtender Prozess, der im Deutschen benutzen wir oft das Wort Vorstellung der Bewegung, was für mich eine sehr schlechte Analogie ist. Tatsächlich geht es darum, der Simulation der Bewegung in deinen Gedanken. Das ist das viel korrektere Wort dafür. Genau. Und dann komm wieder zurück. Und durch die Erfahrung, die du bereits auf der anderen Seite gesammelt hast, kannst du jetzt vielleicht ganz viel entdecken, wo du auf dieser Seite noch Klärung für dich finden könntest. Oder vielleicht bietet dir diese Seite jetzt auch Klärungen an, die du auf der anderen Seite nicht entdeckt hast. Kann alles passieren. Und dann natürlich, wenn du genug hast, komm zurück auf deinen Rücken. Wir hören noch nicht ganz auf. Ich komme noch einmal zu dieser Idee, wahrscheinlich morgen zurück in dieser Bewegung. Aber leg dich einfach für einen Moment nochmal auf den Rücken und mach nochmal so eine Bestandsaufnahme dessen, wie du dich jetzt im Moment erlebst, wie du dich spürst. Und vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie das heute Morgen war. Vielleicht kannst du dich erinnern, wie es gestern Morgen war, als wir begonnen haben. Und wenn es irgendetwas gäbe, was sich seither in dir für dich verändert hat, was wäre das? Wo wären die Bereiche in dir, die du jetzt im Kontakt mit dem Boden am unterschiedlichsten erlebst gegenüber dem, wie du dich gestern Morgen erlebt hast? Wenn es Unterschiede gibt, habe ich vermutet, die werden alle von euch spüren. Und dann finde deinen Weg über eine Seite hoch, ins Sitzen und ins Stehen zu kommen. Und im Stehen angekommen, spür erstmal, wie du dich jetzt erlebst.